Hallo liebe Freunde, heute machen wir mal eine Aufnahme hier in meinem Private Office, in meinem Privathaus, wo ich mich oft zurückziehe, um dann einfach kreativ zu arbeiten. Und der Grund für die heutige Aufnahme ist eine Frage, die mir sehr häufig von euch gestellt wird, auch in den sozialen Netzwerken, nämlich: Jürgen, gibt es einen Tipp von dir, wie erreiche ich meine Ziele? Dazu habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und möchte hier einmal 5 Tipps weitergeben, 5 Strategien, wie du auch du deine Ziele erreichst. Schritt Nummer 1 ist, du brauchst ein starkes Warum. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß aber nicht mehr von wem das es war: wer sein Warum kennt, der findet das Wie von alleine. Nun natürlich, ganz leicht ist natürlich nicht, aber in dem Moment, wo wir ein starkes Warum besitzen, warum wir das haben wollen, warum wir es sein wollen, warum wir es tun wollen, also sobald wir einen Sinn, einen starken Sinn hinter unseren Zielen besitzen, in dem Moment wird es leichter, das Wie, das heißt die Umsetzung, zu finden. Und ich bin halt fest davon überzeugt, das erzähle ich auch immer in meinen Seminaren, auch bereits bei den Power Days, wenn wir meistens mit den Teilnehmern starten, in einer Reise, die wir zusammen unternehmen, spreche ich immer von der Aufgabe. Und die Aufgabe ist das, was die Seele sich schon mit in dieses Leben genommen hat. Ich glaube nicht, dass die Seele zufällig hier auf diese Welt kommt und zufällig in deinen Körper inkarniert ist, sondern ich glaube, dass jede Seele sich ganz bestimmte Aufgaben vorgenommen hat, mitgenommen hat hier in dieses Leben. Und bei dem einen ist es vielleicht, dass er Fußballspieler werden will, der nächste hat vielleicht ein Talent als Sänger, der nächste als Maler, der nächste als Verkäufer, der nächste als Geschäftsmann, ich vielleicht als Redner auf der Bühne. Problematisch an der Geschichte ist nur, dass viele Talent haben. Beispielsweise der eine hat ein Talent als Buchhalter, will aber unbedingt ein Verkäufer sein. Der nächste hat vielleicht ein Talent als Tänzer, will aber unbedingt ein großer Fußballspieler sein. Das heißt, erstmal finde dein Warum, und dein Warum muss immer aufgebaut sein auf deine Aufgabe, auf den höheren Sinn, warum deine Seele hier auf diese Erde gekommen ist. Schritt Nummer 2, Tipp Nummer 2. Baue auf dein Warum dann dein nächstes Jahresziel auf. Das heißt, wenn du ein Warum gefunden hast, dann überlege dir, welchen großen Step willst du in den nächsten vielleicht 3, 4, 5 Jahren machen, und dann unterteile dieses langfristige Ziel, von mir aus auch ein 10 oder ein 20 Jahresziel, unterteile es in ein Etappenziel für die nächsten 12 Monate. Warum ist das wichtig, nicht nur ein großes Ziel zu haben, das vielleicht in 5 oder 10 oder 20 Jahren erfüllt sein soll? Weil es zu weit weg ist von deinem jetzigen Zustand. Es ist zu weit außerhalb von deiner jetzigen Komfortzone. Das wäre so, als wenn ich dich fragen würde: bist du in der Lage, morgen mit mir loszulaufen, 2000 Kilometer bis Moskau als Ziel? Dann würden die meisten Zuschauer jetzt sagen, die meisten Zuhörer: nein, das schaffe ich nicht. Wenn ich aber sagen würde, wir lassen uns 100 Tage Zeit, wir laufen am Tag 20 Kilometer, das ist 4x eine Stunde und 15, schön gemütlich spazieren gehen, wir machen zwischendurch eine schöne Pause, essen was, schauen uns schöne Dinge an, lassen uns dann abends im 5-Sterne-Hotel verwöhnen und massieren. Wer wird sich jetzt zutrauen? Dann gehen in den Seminaren meistens die Hände nach oben. Nun, das Endziel, die 2000 Kilometer bis Moskau, hat sich nicht verändert. Aber in dem Moment, wo wir die Ziele einteilen in kleinere Etappenziele, werden sie anfassbarer, weil sie näher an dem Ist-Zustand sind, wo wir heute sind. Und das führt mich zum Schritt Nummer 3, nämlich: dieses nächste Jahresziel unterteilst du wiederum in 12 Monatsziele und jedes Monatsziel dann in 4 Wochenziele. Und damit kommen wir auch gleich zum Schritt Nummer 4. Kontrolliere regelmäßig deine Wochenziele. Und denn es ist so, wenn du deine Wochenziele einmal nicht erreichst und es nicht korrigieren kannst, dann in der darauffolgenden Woche, dann wirst du dein Monatsziel verfehlen. Wenn du dein Monatsziel verfehlst und es nicht in den nächsten Monaten korrigieren kannst, dann verfehlst du dein Jahresziel. Und wenn du ein Jahresziel verfehlst und dann nicht korrigierst, dann wirst du am Ende weit entfernt von deinem Ziel aufschlagen. Das heißt, kontrolliere regelmäßig, bist du noch auf Kurs. Ich vergleiche das in meinen Seminaren immer mit einer Rakete. Nehmen wir an, jemand will eine Rakete zum Mond schießen oder auch zum Mars neuerdings. Dann wird der Kurs, also das Ziel steht fest, es wird der Kurs festgelegt, es wird genau ausgerechnet, wann muss die Rakete wo, wie, wo sein, wie ist der Kurs, um eben dort dann am Ende auf dem Mond oder auf dem Mars anzukommen. Und in dem Moment, wo die Rakete auch nur wenige Meter von ihrem Kurs abkommt, läuten die Alarmglocken, und wenn das nicht innerhalb von kürzester Zeit sich wieder reguliert, dann
dann werden sofort Kurskorrekturmaßnahmen eingeleitet. Denn in dem Moment, wo eine Rakete einen Millimeter vom Kurs abkommt und diesen Kurs nicht neu justiert, dann wird aus einem Millimeter ein Zentimeter, aus dem Zentimeter wird ein Meter, aus dem Meter werden 100 Meter, aus 100 Meter werden Kilometer, aus einem Kilometer werden 1000 Kilometer und irgendwann landet die Rakete nicht mehr auf dem Mars, sondern vielleicht auf dem Saturn. Also, wichtig ist, kontrolliere deine Ziele, deine Ergebnisse. Jede Woche bin ich noch auf Kurs und wenn nicht, kommt der Schritt Nummer 5, dann verändere gegebenenfalls deine Strategie. Und das ist eminent wichtig, weil die meisten Menschen verändern ständig ihre Ziele und erstellen ständig neue Ziele, halten aber bei allen Zielen, die sie erstellen, immer an ihren alten Strategien fest. Und das Ganze habe ich mal als Käsekuchenprinzip getauft. Also in einer Familie wird am Sonntag die Familie eingeladen und die Mutter oder der Vater backen einen schönen Käsekuchen nach Oma Rosis Hausmacherrezept und Oma und Opa und Kinder und alle sitzen am Sonntagnachmittag 15.30 Uhr zusammen. Es kommt das beste Geschirr auf den Tisch, natürlich nur von Rosenthal und es wird der beste Kaffee eingeschüttet, natürlich nur von Jakobs und dann bekommt jeder der Gäste bekommt ein Stückchen von diesem Käsekuchen nach Oma Rosis Hausmacherrezept und alle neben ihre Gabel und schlagen sich ein gehöriges Stück vom Käsekuchen ab und schieben es sich genüsslich in den Mund und kauen genüsslich, als plötzlich alle das Gesicht verziehen. Aus irgendeinem Grund schmeckt der Käsekuchen einfach fürchterlich. 8 Wochen später hat wieder jemand in dieser Familie Geburtstag und wieder kommen Oma und Opa und Kinder und alle zusammen und wieder gibt es am Sonntagnachmittag ein Kaffeekränzchen, wieder ist ein Käsekuchen auf dem Tisch und alle sind gespannt, wie er diesmal nach einigen Wochen schmecken wird. Alle sind mal ein bisschen vorsichtiger, nehmen sich nur ein kleines Stückchen von dem Käsekuchen, kauen auch ganz vorsichtig, aber dann sind sie vollkommen überrascht, denn der gleiche Käsekuchen, der 8 Wochen vorher furchtbar geschmeckt hat, kaum genießbar war, schmeckt 8 Wochen später immer noch scheiße. Bitte verzeih das Wort Scheiße. Und keiner kann es fassen, dass der Käsekuchen wieder nach diesem Rezept auf den Tisch kam. Und das würde auch in einer normalen Familie niemals passieren. Niemals würde in einer Familie jemand einen Käsekuchen backen, wo dann alle sagen, der schmeckt aber diesmal nicht besonders gut. Und nach dem gleichen Rezept kommt er 4 oder 8 Wochen später wieder auf den Tisch, sondern wir würden uns ein neues Rezept besorgen und würden nach einer neuen Strategie einen neuen Kuchen, von mir aus auch einen neuen Käsekuchen auf den Tisch stellen. Im wirklichen Leben aber machen wir genau das regelmäßig falsch. Wir halten eisern an den Strategien fest, die nicht funktionieren, setzen uns immer wieder neue Ziele und hoffen aus unerfindlichen Gründen darauf, dass mit der alten Strategie das neue Ziel funktioniert. Das wäre genauso, als wenn ich Rot und Gelb als Farben mische und ich bekomme natürlich Orange als neue Farbe. Aber eigentlich habe ich das Ziel, Rosa oder Türkis oder Blau zu haben und am nächsten Tag mische ich wieder Rot und Blau und bekomme wieder Orange und bin stinkesauer oder vom Leben enttäuscht, dass ich nicht endlich meine Wunschfarbe habe. Also, übersetzt heißt das, wenn deine Strategie nicht funktioniert, halte an deinen Zielen fest, aber ändere deine Strategie so lange, bis du schließlich damit erfolgreich bist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Hölle.